Was für Koch? Schau mal auf ein Video von fucking Gordon Ramsay, yo. Das wär's nur. Das wär's Pock. Was zum Fick, Dude? Oh mein Gott, Gordon Ramsay. Das müssen wir schon. Jo Leute, hier ist wieder euer Benny zu einem neuen Video und ich zeige euch heute, wie man die besten Burger der Welt zubereitet. Wir haben auf der linken Seite hier Gordon Ramsays Masterpiece am Start und wir haben auf der rechten Seite den Burger am Start, wo viele Leute behaupten, dass es der beste Burger der Welt ist. Ein Double Cheese Smashed Burger. WTF, wir haben hier das Fleisch am Start. Wir haben Salz und Pfeffer, wir brauchen geilen, klebrigen American Cheese, wir brauchen eine Burgersoße, wir brauchen Eier, ich hasse klebrigen Käse. Wir brauchen die Brioche Burger Buns, wir brauchen Öl und Butter und ich würde sagen, wir starten. Ich kann es ja nicht so sagen, wenn Leute einfach so Fleisch so kneten. Das schaut einfach irgendwie betrieben ekelhaft aus. Da muss ich einfach instant wieder an das scheiß Matt-Video denken. So ein Kilo Matt geht bei uns beim Frühstück im Durchschnitt weg. Ich habe hier geiles Avocadoöl am Start. Ja, geiles Avocadoöl. Zwiebeln. Digga, der Cam-Zoom. Ganz, ganz heftig. Let's go. So also, ich sieht mir gar nicht. Sorry, Chat. Leute. Sieht mir gar nicht. Bam. Oh. Er ist gerade am Köcheln. Das sieht man einfach so nicht mehr on stream. Und jetzt brauchen wir unseren geilen American Cheese. Geben den oben rauf. Deckel drüber. Perfekt. Und die Bam. Digga, was zum Welche? Hä? Okay. Ja Leute, ich habe mir gedacht, ich mache noch ein spontanes Ei auf den Gordon Ramsay Burger drauf. Ich mache noch ein spontanes Ei auf den Gordon Ramsay Burger auf. Hier habe ich extra einfach so eine Toastscheibe genommen, Loch reingemacht, damit das schön rund wird und das wird richtig nice werden. Seid gespannt, Leute. Wir brauchen wenige Zutaten, die jeder von euch zu Hause hat. Wir brauchen Essiggurken, wir brauchen Senf, wir brauchen einfach ein random Ei. Und wir brauchen eben spontan dazu entschieden, nur Ei auf den Burger auf ihn zu droppen. Ketchup und Mayo. Wir fangen an, Leute, wir geben direkt einfach ein bisschen Mayo hier in die Schüssel rein. Ja, das ist perfekt auf jeden Fall. Dann geben wir etwas. Ja, was für ein bisschen Mayo? Was macht der da? Ja, wir brauchen als erstes unsere Burgersoße, wie man die macht. Zeig. Bro, schaut einfach gerade aus wie Senf mit irgendwie Schokoladenstücken. Ja, die Burgersoße ist ganz simpel. Wir brauchen wenige Zutaten, die jeder von euch zu Hause hat. Wir brauchen Essiggurken, wir brauchen Senf, wir brauchen eine Worcestershire-Soße, oder wie man das ausspricht. Und wir brauchen Ketchup und Mayo. Das ist kein normales Ketchup, was für? Wir brauchen eine Worcestershire-Soße, oder wie man das ausspricht. Digga, Ketchup und er sagt einfach nicht die richtigen Zutaten. Das ist nämlich Höllenfeuer-Ketchup. Alle Burgersoßen bestehen einfach aus Ketchup, Mayo und Senf. Ihr wieder was gelernt. Die Big Mac Soße ist auch ganz ähnlich und deshalb kommt hier dann gleich die Big Mac Soße. Und ja Leute, nachdem wir das Ganze hier gut vermengt haben, sieht das Ganze so aus. Ich kann so Digga, das schaut original aus wie ein ich glaube nicht. Muffin Dog. So, das ist die wunderbare Burgersoße. Digga, er isst auf den Dog, Tom. Okay Leute, nachdem wir die Burgersoße fertig haben, geben wir hier einen ordentlichen Klacks rauf. Geil, jetzt soll den Dog auf dem Patty singen. Was richtig geil ist dieser Band, der ist jetzt einfach so schön knusprig geworden. Dass er stirbt gleich. feucht, soggy quasi. Und ja, wir geben jetzt noch unseren geilen Salat oben drauf. Ja, what the fuck ist das für ein Salat? Das ist einfach so der typische Plastik-Sack-Salat, was du so in jedem Supermarkt kaufen kannst. Soße und jetzt holen wir unser Fleisch-Patty. Leute, ich glaube, ich muss nichts dazu sagen. Guckt euch dieses unglaublich geile Teil an. Wir geben das Ding jetzt hier rauf. Oh mein Gott, also wenn das nicht der geilste Burger ist. Ich bin kein Cars-Fan. An der Stelle nur kurz ein Disclaimer. Ich habe natürlich nichts gegen den Dude. Und es passiert natürlich auch alles auf einer No-Front-Basis, weil ich nämlich absolut gar nicht kochen kann. Also, ja gut, ich weiß nicht, wie ich kochen kann, aber ich koche halt so gut wie nie was. Aber, ja. Disclaimer. Dann nehmen wir so einen Haufen alles nur Spaß. Zwiebeln. Wart. Bro. Das schaut einfach kein der Auswehr, warum die Zwiebel. Wer den Zwiebel so perfekt da aufgeplatziert. Oh mein Gott, Leute. Das schaut gar nicht gut aus mit dem Ei. Wieso ist so Ei? Nein! Das ist mein Gordon Ramsay Burger. Heftig.
Heftig. Heftig. Boah, das ist sein Gordon Ramsay Burger. Ich mal, der kocht ein Rezept von Gordon Ramsay noch. Der macht einfach random einen Burger und callt den Gordon Ramsay Burger. Aber es ist sein Gordon Ramsay Burger. Okay. Wir kommen jetzt zum zweiten Burger, zum Smashed Burger. Und der wird auf jeden Fall ultra heftig werden. Viele sagen, es gibt keinen besseren Burger als den Smashed Burger. Heftiger Camera Zoom wieder. Ich weiß nicht, wieso er gerade so leise ist, aber. Deswegen ist es seiner. Ja, Kusai. Let's go. Nein, eigentlich nicht. Bro, wie flach macht er das Patty? Der Smashburger soll auf jeden Fall double werden, das heißt, wir brauchen. Der Smashburger. Bro, der Burger, das Patty schaut einfach aus wie eine Smash Bros. Stage. Genau so muss das aussehen und jetzt kommt unsere American Cheese wieder drauf. So. Nein, kein American Cheese! Einmal, schaut euch mal an, wie geil das Ding wieder geworden ist. Nein! Ich würde sagen, wir schneiden den Burger mal an. Wir fangen an mit Gordon Ramsay's Masterpiece. Oh shit, Gordon Ramsay's Masterpiece. Gordon Ramsay war aber vorher kurz da und hat den Burger gemacht. Oh mein Gott, er hat Salat in einem Burger. Visionär. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Beide einfach perfekt gelungen. Der Smash. Er hat eine Vorbildfunktion. Und er droppt einfach sowas. Digga, Hashtag Cancel Ben E von den Buddies. 1 Kilo feinstes Tomahawk Steak. Hier ist wieder euer Benny und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr das geile Ding perfekt zubereiten könnt. Den möchte ich auf jeden Fall in meinem Mund haben. Immer wieder nett einfach so einen Brocken Fett im Mund haben und eine halbe Stunde drauf umzukauen und dann wird er irgendwie schlecht und du musst ausspucken, weil es einfach Fett ist und du Fett absolut nicht magst. Übrigens Leute, die Fleischstücke, die ihr abgeschnitten habt, die müsst ihr jetzt nicht unbedingt wegwerfen, die kann man auch noch ganz gut weiterverarbeiten für eine Suppe und so weiter, also da lässt sich auf jeden Fall. Imagine, du droppst einfach das Fett und die Sehne von dem Steak in die Suppe rein. Pock, Digga. Okay, Leute, das, was ihr hier seht, ist ein Sous-Vide-Gerät und nämlich haben wir hier ein Wasserbad am Start. Dort wird. Bro, was ist mit der. Was ist. Das Steak reingegeben und wird dann 2 bis 3 Stunden hier drinnen quasi gebadet. Wieso zum Fick leuchtet das so auf oder ist es wegen der. Ist es wegen der Cam? Es kommt wieder Cam, also. Und Pfeffer auf, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Bro, drop aber den ganzen Salz-Kiwi, was du irgendwie da hast, auf. Wo wir noch am Bauernhof gewohnt haben, haben wir immer so einfach einen Kiwi mit Salz gehabt. Im Stall. Nimm einfach den Kiwi und lade ihn da auf das Steak auf. Dann ist es perfekt gewürzt. Und jetzt kommt das einfach für 2 bis 3 Stunden in ein Wasserbad bei 53 Grad. Let's go. Ja, Leute. 53 Grad einfach. Da dusche ich einfach. Da dusche ich immer. 53 Grad ist entspannt. Okay, Leute. Ihr seht das fertige Produkt, wie ihr seht. Es sieht nicht gut aus. Wir müssen das Ganze jetzt. Es schaut nicht gut aus. Es schaut irgendwie abgelaufen aus. Okay, Leute. Ich bin draußen beim Grill. Ihr seht, ich habe hier einen Infrarotbrenner am Start. Der geht bis 700 Grad. Das Teil ist schon gut vorgeheizt. Und wir werden jetzt. 700 Grad, die geht chillig. Er macht einfach eigene Sonne im Garten auf einmal. Okay Leute, ihr seht, wie hier auf der Seite der Fleischsaft rauskommt. Das ist übrigens kein Blut mehr, sondern einfach Fleischsaft. Und Fleischsaft! Servus! Servus! Was? Der Saft ist eisenhaltig, deshalb ist er so rötlich. Servus! Okay, Servus! Leute, zum spannenden Part, Leute, zum Steak. Guckt euch an, wie gut das geworden ist, Leute. Das wird jetzt safe richtig geil. Wie es mit Finger aber ist. Endgegner. Absoluter Endgegner, Leute. Oh no! Bruder, ist es aber irgendwie der Vater von Sweetie Knockback oder Endgegner? Sweetie Knockback sagt einfach immer Endgegner. Ich sehe einige Parallelen zwischen diesen zwei Individuen. Übrigens Leute, das was ihr hier seht, ist kein Blut, das ist Fleischsaft. Das Steak hat kein Blut mehr drinnen und das ist nur rötlich, weil das wieder Eisen drin ist, weil Fleisch Eisen hat. Chat, ihr habt es euch nicht actually gemacht, dass da Blut drin ist, okay? Es ist nur Fleischsaft. Schau einfach das nochmal an, weil ich erinnere mich eh nicht mehr so gut. Nice. Salted Caramel Popcorn. Aber bei uns im Kino gibt's, glaube ich, sogar, also im lokalen Kino, Caramel Popcorn. Salted Caramel habe ich jetzt so noch nie gehabt, aber. Es gibt ja normal Sierses, aber gibt's Caramel Popcorn da? Weiß ich gar nicht, ich hab's auf jeden Fall schon mal gehabt, weil wir irgendwie eine Popcornmaschine da haben. Ja, da kann man da auch verschiedene Flavor machen, quasi. Das schaut irgendwie aus wie so ein.
Soße, so indische Soße, was man immer so Reis drüber da hat. Wenn wir irgendwie manchmal indisch essen. Das sind halt die schärfere Soßen dabei. So schauen so die indischen Soßen aus. It's that easy and it's gonna taste amazing. Lay that nice and flat. Das schaut so übertrieben geil aus. Schaut halt jetzt aus wie irgendwie Schokoladentopping, aber. I don't worry if you can't slice thinly, just. Ich verstehe es aber nicht, wie Leute so schneiden können. Nice pinch of chili flakes over the prawn. Garlic. Chili flakes immer. Salt, pepper, olive oil. Give that a really nice little. Olivenöl, let's fucking go! What's the prawn's marinade? I'm a knock of a salad. This is a really nice sort of light, fragrant salad. Schaut euch das an, Lord, was Benny TV-Dings zuerst verwendet hat. Radish, a little twist. So you just go down. Down and down, carefully with your knife. Turn it around. Go down, down and down. Ich finde es so schwer, so zu schneiden, und er macht es auch so easy. You take a sprue. Lime juice, just over the top. Nice. Ich finde Shrimps actually, also ich esse jetzt so oft Shrimps, aber ich finde es nicht schlecht. Ja, ich kann schon essen. Man schmeckt es eigentlich relativ gut. It's a dry pan, so that corn tortilla gets nice and crispy on the outside. Das sieht einfach original aus, wie so Omelette gerade ein bisschen anders. Crispy shell. Imagine, es ist jetzt einfach so komplett hart wie so ein Zirkel. Once, twice a week, I treated myself to the most amazing bold breakfast. And it started off with these beauties here. Und der hat einen weirden Camera Zoom in die Mitte reingehabt. Drip. Ein Croissant. I guess. All that wonderful, delicious flavored oil. Now some cheese, but not just any cheese. Fontina cheese is like the number one cheese for grilling. Because it's a very rich cheese, crisp, packed full of flavor. Okay, this sugar too geil aus. Es sind nicht 3 Tonnen Kaso. Check der Ehrenmann. Digga, Check war einfach immer so mein Lieblingsname. Früher. Wenn ich mal erwachsen bin, nenne ich mich in Check um. Have a little taste? Nice. Nice, see, that's what's happening. Er schlürft schon fast. Nice. Ja, das ist ein super Video. Das ist schon das zweite Mal, das ist schon gesagt. Enjoy this sehr. The Argentinians call these shortbreads Alfa Jorge, and they're the favorite sweet treat on the streets of Buenos Aires. Now we're gonna roll the chicken out of the buttermilk into the flour, so that's why it gets nice and crispy and moist on the outside. Mm-hmm. Okay. Cool. So what we're gonna make sure, lift that up there, first one. Kentucky Fried Chicken. Nice and gently. Lay away. Good. If any stage you think the oil is getting too hot, yeah, just add a touch of cold oil in there. Yeah. Or turn off definitely. The gas. Good. Mega, Alter, der Shot einfach schon wieder. I love fried chicken, I'm telling you. Pretty good. Bruder, was ein Shot. Delicious. Look, come on. Wow. Tilly, feeling your mom. Divine Dolce de Leche biscuits, my pickled celery and buttermilk fried chicken. A soulful street food feast if there ever was one. Digga, so ein geiles Video, es ist insane.